Du hast den gepanzerten Batsuit für den Herausforderungsmodus freigeschaltet. Ich würde jetzt trotzdem. Oh. Ja, im Großen und Ganzen bedeutet das für uns, wir können jetzt da reingehen und alles ein Ende setzen. Oder wir gehen nochmal in die ganzen Sachen. Und suchen nach unseren Rätselchen. Und sind wir mal ganz ehrlich, das machen wir doch. So. Das machen wir doch. So, angefangen hier im Zuchthaus. So. Suchen wir einfach mal die restlichen Rätsel. Apropos Rätsel, dann gehen wir mal hier auf die Rätselseite. Wir haben alle Zähne, uns fehlen noch zwei Rätsel, eine Riddler-Trophäe und zwei Chroniken von Arkham. 1, 2, 3, 4, 5 sehe ich hier auf der Karte. Das wird wohl dann ausreichen. Ja, dann machen wir uns auf den Weg, würde ich mal sagen. Wir müssen nach keinen Zähnen suchen, das ist ganz cool, weil die Zähne. Okay, die klappern zwar recht auffällig und ich müsste eigentlich alle erwischt haben. Oh, ich habe mich verlaufen. So. Ja, hier lang. Los, mach auf, du dummes Stück Scheiße. Ah, der Hauptzellenblock. So, wo sind wir denn hier? Dann, am liebsten würde ich gern hier hoch, um einen. Müssen wir hier lang? Scheint so. Okay, dann doch noch mal runter. Hier? Wo war's? Hier. Ja, wir hatten da nämlich noch nicht den Line Launcher. Den haben wir natürlich jetzt und können somit auch die Chroniken von Arkham finden. Jeden Tag empfand ich die Patienten als störender. Ihre kranken Laute und das ständige Zucken waren abstoßend für mich. Es gab nur einen Weg, dieses Übel zu bekämpfen, die Stadt vollständig zu reinigen und ihre Zukunft zu sichern. Ich musste mich vorbereiten. Ich musste bereit sein. Du musst es bereit sein. Ist das so? Dann machen wir mal hier so. So. So, dann haben wir das fürs Erste auch erledigt. Ja, hier sind wir richtig, dann gehen wir hier lang. Jo, einfach mal durch, bitte. Hier fehlt uns so einiges noch. Vier Sachen allein hier in diesem Abteil. Meistgesuchte und meistgehasste. Oh shit. Yo. Wir können das Belüftungssystem nicht zum Laufen bringen, Batman. Der Raum ist noch voll mit dem Gas dieses Verrückten. Ja, wieso könnt ihr das nicht? Das finde ich nicht so cool, Mann. Weil wenn ich da nicht reinkomme, wie soll ich da mein Rätsel lösen? Oh Mann.
Ja, wie machen wir das denn? Ist mal ohne Spaß. Kann ich das nicht machen irgendwie? Was weiß ich. Ich weiß nicht, was wir sonst tun können. Nee, ich weiß es nicht. Beim besten Willen. Ich kann es nicht sagen. Das ist doof. Das ist ganz schön doof. Was war hier oben nochmal? Ah, hier war... Ne, ich weiß gerade nicht mehr. Jo, was war denn hier nochmal? Ah, da war hier... Ne, keine Ahnung, was hier war. Upp. Hauptzellenblock. Komme ich hier vielleicht irgendwie runter? Das wurmt mich natürlich jetzt. Das wäre echt doof, wenn ich hier nicht mehr hinkommen würde. Mensch, Mensch, Mensch. Ne, hier ist nix. Da ist nix. Ja, die zwei sind echt nutzlos, ey. Meine Güte. Der von allen welchen Arkham meistgesuchte und meistgehasste. Wie kriegen wir das denn hin, bitte? Was? Tetzel, was? Ne, krieg ich nicht hin. Okay, wie sieht's denn aus mit dem ferngesteuerten Batarang? Der kommt. Kommt der da durch? Nope. Ah, der braucht so lang. Wie machen wir das? Doof. Doof, doof, doof. Wirklich. Ah. Oh. Oh. Yeah. This is how we roll. Dann wäre ich mal dafür. Boop. Natürlich ein perfekter Wurf. Yeah. Got that, G. Du hast es geschafft. Gute Arbeit, Batman. Halt die Backen, du Verlierer. Okay. Dann Zeit an die Arbeit zu gehen. Da war hier was anscheinend. Aha. Prometheus. Okay. Schauen wir uns den mal an. Prometheus wurde von Kriminellen aufgezogen, die vor seinen Augen von Polizisten erschossen wurden. Seit jenem schicksalhaften Tag kämpft er verbissen gegen das Gesetz und hat die Welt bereist, um sich die verschiedensten Spielarten des Mordens anzueignen. Dank seines Panzeranzugs, der seine natürlichen Fähigkeiten verstärkt, ist er ein tödlicher Killer, der Batman körperlich und mental in nichts nachsteht. Bürgerlicher Name unbekannt, Berufsverbrecher, Gotham City, braune Augen, weiße Haare, 1,83 groß, 82 Kilogramm schwer. Krankhafter Polizistenmörder, verfügt über außerordentliche mentale und körperliche Fähigkeiten. Arsenal von Waffen und tödlichen Gadgets. Das ist, naja. Dann reißt mir dich auch noch ein. Denn hinter dir versteckt sich ja auch noch was, ne? Nicht wahr? Ah. Ha.
Plötzlich hatte ich Gewissensbisse. Ich suchte Hilfe bei einem Priester und fragte, ob ich richtig handelte und ob es Sünde wäre, zu töten, um Leben zu retten. Der Mann Gottes sagte, jedes Leben sei heilig. Doch meine Seele würde nicht gerichtet werden, wenn ich ein Leben nähme, um eins zu retten. Ich verließ den Beichtstuhl mit erleichterter Seele, überzeugter denn je, dass ich nicht nur der Menschheit, sondern auch Gott einen Gefallen täte. Oh je, Mann, du bist kaputt, du bist so kaputt. So, dann kurz gucken, was haben wir denn hier? Alter, also es geht denn? Ah ja, stimmt. Dafür müsste ich eventuell... Gut. Da hoch. Ups. Jo. Ich glaube es nicht. Wie hast du das nur lösen können? Zauberei. Zauberei. So. Das war doch sehr erfolgreich. Dann würde ich sagen... Bup, 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 bup. Lasst uns gehen. Wir sind hier fertig. So, der Hauptzellenblock. Wo konnte ich den nochmal verlassen? Ah ja, stimmt, hier. Dann. Hier nicht unbedingt geradeaus, sondern noch ein bisschen schräg hier hin. So. Jo, wir sind hier. Richtig. Oh, das ist Batman, den lassen wir durch, denkt sich die Tür und macht er auf. So, der Zellenzugang. Da flitze ich mir schnell durch, so. Guck mal, wie schnell ich bin. Und badabum, badabeng, sind wir auch schon draußen. Wunderbar, es läuft doch. Scarecrows Gasgrenzen. Hier fehlen uns tatsächlich noch Zähne. Kann Scarecrows Gas Grenzen überwinden, während es dich wahnsinnig macht? Und wo sind die letzten... Ich hasse es, wenn Zähne fehlen. Weil die muss ich dann jetzt irgendwie suchen. Das ist kacke. So. Hier oben waren aber keine Zähne. Nope. Müssen überall suchen. Vielleicht hier. Irgendetwas? Ne, hier ist gar nichts. Hier ist nichts. Nope. Nö. Huch. Das war ich nicht extra. Aber hey, schaut mal, was da drüben ist. Da können wir doch bestimmt mit dem Line Launcher. Whee, und zack, sind wir drüben. Ich habe gerade keine Ahnung, wo die letzten Zähne sind. Das ist doof. Irgendwo.
müssen die ja sein. Sollen wir schon mal... ich habe fast vergessen, dass hier auch noch was ist. Und wie wir da dran kommen. Zack. Theoretisch können da ja auch die Zähne drin sein. Da jetzt nicht unbedingt. Ah, da würde ich jetzt auch nicht sagen. Okay. So, das bedeutet, dass noch zwei Sachen fehlen. Das ist einmal das hier, glaube ich. Da kommen. Nee, das ist auf jeden Fall nicht gemeint. Aber das eventuell. So, wie kommen wir denn? Nope, das ist auch nicht gemeint. Aber dann machen wir das auch schon mal. So. Explosivkill. Whee! Auf geht's. Ab geht's. Und wieder hoch. Scarface. Okay, dann sind wir hier schon mal falsch. So. Ja, machen wir uns erstmal da in die Richtung auf. Dann hoch. Und schauen wir mal, was wir eventuell hier drüben nämlich vergessen haben. Ja, das habe ich mir gedacht. Hier bin ich falsch. Das ist, wenn man aus der Bathöhle rausgeht. Müssen wir jetzt noch zur Bathöhle? Das wird doof. Unterirdisches System. Arkham Nord, Killer Crocs Versteck, Intensivbehandlung. Arkham West Ausgang. Da vielleicht, wenn wir den holen, dass man dann da dran kommt. Also den vielleicht. Aber wir müssen auch noch hier rein. Das stimmt wohl. Also hey, sie wird jetzt eine lange Episode. Nur Rätsel. So, wenn ich irgendwo Probleme habe, dann habe ich Probleme damit. Okay. Ja, wo wir hier ja, konnten wir am Anfang ja nicht rein. Jetzt sind wir endlich hier. Und, ja. Aufgezeichnetes Gespräch Nummer 39. Der Patientenname ist Edward Nigma. Ich muss noch entscheiden, ob Mr. Nigma ein geeigneter Kandidat für den Titanprozess ist. Ich würde gerne über deine Kindheit reden. Ganz schlecht. Was? Nach dem, was man hört, hat damals deine Rätselbegeisterung begonnen. Ich glaube, wenn wir über diese Jahre sprechen, könnte das dein triebhaftes Verhalten erklären. Sehr schön. Mein Vater hat mich gehasst. Er hat mich immer einen Schwachkopf genannt. Verstehe. Ich wollte ihm das Gegenteil beweisen, also habe ich an einem Schulwettbewerb teilgenommen. Es gab einen 20-Dollar-Preis für den Schüler, der ein fast unmögliches logisches Problem lösen konnte. Ich habe natürlich gewonnen. Hat das deinem Vater gefallen? Kaum. Er war überzeugt davon, dass ich betrogen hatte. Er schrie immer, du musst geschummelt haben. Gib's zu, du Schwachkopf. Ich habe geschworen.
Ja, der Riddler hat gelogen. Du hast 75% meiner Herausforderungen gelöst? Das kann nicht wahr sein. Du musst dich nicht schämen, wenn du zugibst, dass du meine Rätsel nicht lösen kannst. Ich kann sie aber doch lösen. Ist das nicht, wolltest du das nicht damit sagen? Ich weiß im Prinzip, wonach ich suche. Ah, da ist es doch. Wunderbar. Hier fehlt noch so einiges. Alfred Pennyworth. Nach einer abwechslungsreichen Karriere stand Alfred Pennyworth als Familienbutler in Diensten der Waynes. Als diese ermordet wurden. Alfred nahm den jungen Waisenknaben daraufhin unter seine Fittiche und unterstützte ihn widerwillig bei dessen Verwandlung in Batman. Seine vielfältigen Fähigkeiten in so unterschiedlichen Gebieten wie der Kochkunst und der Medizin machen ihn zu Batmans wichtigstem Verbündeten. Sein förmliches Auftreten dient dem dunklen Ritter gleichzeitig als bodenständiger Anker und Schutzwall gegen alle, die das Geheimnis von Bruce Waynes wahre Identität aufzudecken drohen. Alfred Pennyworth, Butler, Gotham City, blaue Augen, schwarze Haare, 1,83 groß, 72 Kilo schwer, talentierter Schauspieler, ausgebildeter Notfallsanitäter, Experte für mechanische Anlagen und Computersysteme, Hauswirtschaftsexperte, unerschütterlich, greift im Gegensatz zu Batman in Krisenzeiten auf Schusswaffen zurück. Ja, Alfred ist ein verdammt bodenständiger Typ. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Mit den ganzen Rätseln. Und holen die Wand hier runter. So, und Überraschung. Wupp. Ich sah still zu, als er die Frau hereinbrachte. Ihre Haut war giftgrün. Ihre üppige Gestalt war nicht länger menschlich, schon gar nicht weiblich. Die Bibel sagt, eine Hexe darfst du nicht am Leben lassen. Aber er hat wieder mal diese weibliche Scheußlichkeit unserer Obhut übergeben. Wenn ich mit dem Monster fertig bin, werde ich mal sehen, ob grünes Holz wirklich brennt. Ja, da redet er ja wohl von Poison Ivy. Der Typ ist doch nicht ganz pralle in der Birne. Okay. Kurz gucken. Ja, da war doch noch ein Rätsel, glaube ich. Wo kam das gerade her? Ernsthaft? Das... Ups, egal. So, dann schauen wir uns das hier doch mal genauer an. So, ich gehe einfach mal davon aus, dass wir hier lang müssen. Und am Ende... Okay, hier ist nichts. Aber hier sind wir angekommen, das ist interessant. Hier ist auch nichts. Was könnte es denn hier geben? Was könnte es denn hier geben? So. Mal schauen wir mal. Nee, also, das hier ist doch schon sehr genau. Oh! Dann sag das doch.
Als ich in der Dunkelheit vor seiner Zelle saß, sah ich sein wildes Zucken und hörte die ekelhaften Wörter aus seinem Mund. Wie kann ich so ein ekelhaftes Tier am Leben lassen? Er ist das Krebsgeschwür, vor dem ich die Stadt bewahren will. Das habe ich geschworen. Ekelhafte Wörter, das sagt mir jetzt gerade nichts. Das sagt mir gerade nichts. Jo, da ist noch was. So. Bob. So. Gehen wir mal hier rein. Okay. Aber erst noch. Ah, jetzt sind wir aber dann doch schon ganz schön ver. Ja, hier ist unten, hier ist oben. So, ah. Okay, jetzt sind wir runtergegangen. Ach, hier wollte ich aber eh noch hin. Kannst du einen Verstand wie meinen besiegen? Dr. Harleen Quinzel. Harley Quinn, bevor sie, ja, zu dem wurde, was sie eben jetzt ist. Hier würde ich gerne nachher hin. Ich würde gerne zuerst das obere Stockwerk abschließen. Natürlich muss ich das erstmal hinkriegen. So. Boop, boop. Und hoch mit uns. Das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Aber das vielleicht. So. Ja. Das ist schon eher was. Und ja, dann machen wir mal. Ja, wir müssen hier weitermachen. Hier gab es ja auch noch so einiges zu erledigen. So. Dass wir das hier noch nicht haben. Schon fast peinlich. Ja, Zauberei, hörst du mir nicht zu. Ich erkläre die ganze Zeit, das ist Magie. Batman ist ein Zauberer. Junge. Nö. Das will er nicht sehen. Eine genaue Übersicht über unsere Kosten und Gesundheitspakete finden Sie am Empfang oder unter www. Okay. Arkhamcare.com/Preise. Whee! Wo gehen wir denn? Ah, jetzt. Okay, alles klar. Macht Sinn. Hier gab's anscheinend. Oh. Ich hab noch gerade Zähne gehört. Patientengespräch Nummer 44. Noch ein Gespräch mit Edward Nigma. Ich muss mich noch entscheiden, ob er ein Genie ist oder einfach nur fehlgeleitet. Aber ganz egal, was er ist, nur in seiner Gesellschaft zu sein, ist sowohl irritierend als auch mühsam. Hallo. Sie sehen müde aus. Kann ich Ihnen bei irgendwas helfen? Nein, danke, Edward. Ich bin hier, um dir zu helfen. Das sind wir alle.
Sehen wir die Sache mal aus einem anderen Blickwinkel. In deinem Leben hast du dich auf bizarre Fallen und verwickelte Hinweise spezialisiert, die meistens mit dem Tod der unglücklichen Teilnehmer enden. Und wenn die Bürger Gothams schlauer wären, wären meine Spiele nur eine amüsante Ablenkung. Anstatt Todesfall. Sie sollten mir wirklich danken. Ich merze die Unwissenden, die Dummen, die Nutzlosen aus. Aber keine Sorge, ich bin sicher, sie wollen überleben. Was für ein hübsches Foto auf Ihrem Schreibtisch, Doktor. Ihre Familie. Vielleicht Ihre Mutter. Stell das hin. Raus hier. Sofort aus. Machen! Wow. Also, die ist leicht zu knacken. Ich meine ja nur. Ganz kurz. Diese grüne Leitung. Ach, das war, um das Gas abzustellen. Nicht wahr? So, jetzt habe ich trotzdem... Aha. Auf. Und ab mit uns. Hey. So. Na, Freunde. Wie kommt ihr nie wieder raus? So, jetzt noch hier hoch, dann hier nach... Ah ja, wir haben noch genug zu tun. So, willkommen in der Nerven... Stopp. Ganz kurz, ich hab, vorhin Zähne gehört. Das habe ich fast vergessen jetzt, nachzuprüfen, wo die herkamen. Also, gehen wir nochmal rein und schauen uns nochmal um oder hören mal genauer hin, wo hier vielleicht noch was ist. Aha. Ups. So. Das Traurige ist einfach, das waren immer noch nicht alle. Okay. Hier liegt nichts. Jo, das, dann würde ich einfach mal sagen, dass das dann tatsächlich war. Zumindest hier. Es geht ja auf jeden Fall noch weiter. Okay. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu... Helfen. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaut... Ja, der Typ ist aber trotzdem nicht mehr ganz dicht. Ja. Hier müssen wir lang. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden. Aber das ist... Genau. Ich hatte hier wahrscheinlich noch nicht mal den Sequenzierer. Also wird das tatsächlich so langsam mal Zeit, dass wir zurückkehren. An diesen wunderschönen Ort. Huch. Für mich? Danke. Das war's? Okay. Schwupp und ab geht's. Oh ja. Willkommen. Oh. Abkürzung. Wie gesagt, ich kann nicht fassen, dass ich hier das übersehen haben soll. Da war ja auch was drin. Aber egal. Ah. Da werden Erinnerungen wach. Hier.
Oder? Ah ne, der X-Ray Room? Das war unten, wo die Erinnerungen wach wurden, glaube ich. Okidoki. So, einmal Wand runter. Boop. Komm, Objekt zu klein. Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Wie konnte ich so blind sein? Das Monster hatte einen Verbündeten. Ich versteckte mich in der Dunkelheit neben seiner Zelle und sah mit eigenen Augen, wie einer der Ärzte ihm was zuflüsterte. Ich würde sagen, sie sah ihn zärtlich, fast mit Begierde, durch die durchsichtige Barriere an. Meine Haut erschauderte vor Ekel, als sie das Glas küsste. Das Verlangen bekämpfend, den Kopf der Frau durch die Scheibe zu schlagen, ließ ich sie gewähren. Der grässliche Clown würde vielleicht Geheimnisse mit ihr teilen, die nützlich sein könnten, wenn der verrückte Hund endlich erschossen würde. Ich bin sicher, die Frau würde mir alles erzählen, was sie weiß. Wenn nicht freiwillig, dann würde ich sie mit elektronischen Mitteln überzeugen. Und danach vielleicht eine Lobotomie. Nicht für jemanden, der so jung ist. Aber ihre Lust hat Artems Ruf aufs Spiel gesetzt. Ja, eine Lobotomie, das ist es. Es gibt keinen anderen Weg, der in dieser außergewöhnlich traurigen Sache ihr Schweigen garantiert. Also geht's wohl um den Joker und Dr. Harleen Quinzel. Und dann sind wir auch hier fertig. Dann können wir jetzt tatsächlich runtergehen. So. Einmal wieder gehen. So. Und Amadeus Arkham, boah. So. Einfach nochmal ins Sanatorium. Ja, und dann fahren wir mit dem Aufzug. Und das war genau die falsche Seite. Okay. Nee, ich will auch eigentlich gar nicht so weit hoch. So. Hä? Ja, ich will auf die Seite. Ach, der hat mich wieder zurück. Ja, okay. Kann ich mit dem Aufzug fahren? Nein, Tür verschlossen. Gut, dann machen wir doch das, was wir vorhin schon mal gemacht haben. Und runter. Kein Problem. Das können wir dann doch ganz gut, ne? So. Da haben wir was. Dann sequenzieren wir eine Runde. Aha. Lass uns über deine Besessenheit von Batman reden. Das ist wohl kaum eine Besessenheit, Miss Young. Ich fühle nur einen Zwang, ihn bloßzustellen. Weißt du, wer er ist? Viel wichtiger, ich weiß, was er ist. Was meinst du? Ist doch klar. Die Maske, die Waffen, das Angsteinflößen. Er ist ein Verbrecher.
Ja, der Riddler hat keine Ahnung, wer wir sind. Der tappt vollkommen im Dunkeln. So, da kommen wir jetzt so nicht ran. Wie machen wir das denn? Ah, okay. So, dann ganz kurz so schüpp und komm. Ech. Ganz rotbrauner. Ja. Arr. Ui. So. Alles erledigt. Schockmethode extrem freigeschaltet. Ups, da bin ich abgerutscht. Hier haben wir nun alles, was wir wollten. Oh Mann. Okay, dann einmal hier durch. Ja, theoretisch können wir auch hier durchkommen. Was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? So. Einmal durch. Den Lüftungsschicht. Und auf in die Versuchskammer. So. Da haben wir auch die 20 Joker-Zähne. Ist dieser Bär der Fluch seines Lebens? Jo, hat noch schon schwierigere Rätsel, ne? Dann haben wir noch zwei unten. Okay. Wo sind wir denn? Mal noch ein weiter runter. Ah, es war vielleicht nicht unbedingt nötig. Ah. Okay. Zu Abend essen. Wirklich, Edward? Ich hoffe nur, dass Joker die Stadt noch nicht ganz zerstört.